Waldalgesheim ist modern. Mehr als 4000 Menschen fühlen sich wohl hier, darunter viele junge Familien. Willkommen in einer lebendigen Gemeinde, die viel zu bieten hat. Der Ortsteil Genheim und das größere Waldalgesheim liegen oberhalb von Rhein und Nahe, umgeben von schönster Natur. Alte und neue Wohngebiete ergeben ein harmonisches Bild. Waldalgesheim hat eine Bergbauvergangenheit. Viele der Jüngeren kennen diese Geschichte gar nicht. Anfangs von Landwirtschaft und Weinbau geprägt, begann vor über 100 Jahren die Zeit des Bergbaus. Viele Einheimische arbeiteten unter Tage in der Grube Dr. Geier. Bis 1971 wurden fast 10 Millionen Tonnen Erze und Dolomit für die Industrie abgebaut. Heute gehört das Bergwerk samt Förderturm weiter zum Panorama, ist aber stillgelegt. In manchen Gebäuden sind Wohnungen und Büros. Doch der Bergbau hat im Ort Spuren hinterlassen. 100 Häuser, Friedhof und Kirche wurden vor über 80 Jahren unbrauchbar durch Bodenabsenkungen. Die Heimatfreunde halten die Erinnerung wach. Auch die Weiher sind ein Ergebnis des Bergbaus. Inzwischen lädt hier ein Naturschutzgebiet zum Verweilen ein. Der Angelverein Dr. Geier und die Gemeinde pflegen das Areal. Ohnehin, das Vereinsleben blüht. Waldalgesheim ist ein Ort der Geselligkeit. Der Männergesangverein Waldalgesheim-Genheim ist neben dem Orchesterverein Harmonie eines der Aushängeschilder und gefragt bei Veranstaltungen. Großen Zulauf haben auch die Sportler, besonders die Fußballer des SV Alemannia. Sie sind erfolgreich bei Jugend und Herren. Ja, und was wäre die Gemeinde ohne den Karnevalverein? Der Höhepunkt ist der Umzug mit mehr als 10.000 Besuchern auf der Straße und rund um die Keltenhalle. Bunt, bunter Waldalgesheim. Und wenn die Narrenzeit vorbei ist, wird trotzdem gefeiert. In Genheim, wo es zahlreiche Winzer gibt, findet jedes Jahr das Weinfest statt. Ebenfalls Tradition hat die Kerb in Waldalgesheim, ein gemeinsames Fest aller Generationen. Ein Prosit auf die Gemütlichkeit. Waldalgesheim verbindet Tradition mit Moderne, hat sich seinen dörflichen Charme aber immer erhalten. Im alten Ortskern ist die Vergangenheit gegenwärtig. Doch der Blick geht zugleich nach vorne. Für den Nachwuchs stehen zwei Kindergärten und eine Schule zur Verfügung. In Genheim ist die ehemalige Schule kultureller Mittelpunkt. Gemütlich geht es auch hier zu. Die Weinberge prägen das Bild in Genheim. In Waldalgesheim ist es der Wald. Die Gemeinde besitzt 780 Hektar eigenen Wald. Mal ist es laut und rustikal, mal ganz das Gegenteil, wie im Ruheforst Rheinhessen nahe. Ein Ort, der eine letzte Ruhestätte unter Bäumen gibt. Der Waldfriedhof war einer der ersten dieser Art in Rheinland-Pfalz. Waldalgesheim ist in vielerlei Hinsicht modern. Die Energiegewinnung ist ökologisch. Dazu gehören unter anderem der Windpark, der seit 2011 besteht, der Solarpark auf Genheimer Gemarkung, und ein Biomasseheizwerk. Waldalgesheim ist eine Energie- und Zukunftsgemeinde.
Es besteht kein Zweifel. Diese Gemeinde lebt und ist lebenswert. Bis bald!